Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Today is to die, ne? Today dein wir. Nee, today dein wir? Today dein wir. So, Jasmin, wir wollten ja einmal gucken hier wegen dem 4x4 Allradgeländewagen. Ach, ja, was ist denn hier mit dem Bewegungssensor? Was ist das? Kannst du die anbringen dann, oder? Weil einen haben wir ja, ne? Bewegungssensor brauchen wir, wenn wir eine Brücke verbauen, zur Aktivierung der Brücke, oder für automatische Geschütztürme, damit die Gegner erkennen. Und fürs Auto brauchen wir ein 4x4 Truck-Fahrwerk, 4x4 Truck-Zubehör. Ich glaube, das habe ich mal gefunden, oder? Rohrbombe. Vier Räder. Wieso denn? Ich habe nur zwei. Können wir auch ein Zweirad 4x4 Auto bauen? Wir bauen einfach die Reifen hinten an und geben immer Volljas. Volljas. Gut, also wir brauchen zwei Räder, ein Fahrwerk und Zubehör. Fangen wir mit dem einfachen Sachen an. Ein Rad. Ein Briefkasten. Was bringt uns ein Briefkasten? Post. Rechnung. Habe ich den Schmelztiegel eigentlich schon gebaut? Hätte das sein können, dass der uns irgendwas bringt. Die allererste Schmiede oben hat einen Schmelztiegel und damit können wir geschmiedeten Stahl herstellen. Warte mal, können wir da noch einen Schmelztiegel? Ich glaube, zwei sind immer besser, ne? Oh Gott, der war ja so teuer. Eine Drohne, ey. Kann man auch machen. Ich konzentriere mich erstmal aufs Rad. Robotik, Drohne, Scheinwerfer, Mod. 4. Okay. Aua. So, jetzt brauchen wir Kohle 20. Haben wir noch Kohle? Nicht mehr viel. Ich hab doch. Oh, ich bin so dumm. Naja, bist du Oma, hast du deine Kohle. Gibst du mir die nicht mal? Nein, das ist meine Kohle. Ich hab kaum noch welche. 6000. Scheiße, hast du in die Kiste geguckt? Ich bin nicht geizig, ne? Aber ich hab Nein, auch. Ich hab ja jetzt auch nur noch 5980. Dann brauche ich Kunststoffabfall 32. 32 Kunststoffabfall. Guck mal, aber ich kann gar nichts bauen, ey. Doch. Nur noch 10. Ey. Geländefahrzeug, ich kann nicht mehr. Ich hab 11 gemacht. Oh, ich wollte einen großen Scheinwerfer machen, aber brauche ich einen Bauplan, oder? Säure 2. Ja, Säure bräuchte ich auch mal für dich. Du bist so reizend. Ich weiß. Du auch, wenn du das erstmal im Gesicht hast. Ja, dann bin ich wunderschön. Ja, bist auch reizend. Reizend. Wieso regnet es eigentlich so oft jetzt heute hier in dem Spiel? So, ich weiß es nicht. Regnet ja durchgehend, ey. Kriegst ja Depression, ey. Jedes Mal, wenn ich ey sage, müssen die Zuschauer einen Shot trinken. Ach du Scheiße. Ja, wir sind da voll. Wir brauchen für das 4x4 Truck-Fahrwerk 250 geschmiedeten Stahl. Ich geh mal an die Arbeit. Ja, mach doch mal endlich was. Ja, ich bin durch die Wand gelaufen, Alter. Ich versuche endlich was Produktives zu machen. Das sah aus, als wärst du durch die Wand gelaufen. Hast du den Schmelztiegel schon gemacht? Ein Jahr. Der macht gerade geschmiedetes Stahl, aber ich kann nur 110 gerade machen. Warum machst du nicht zwei? Lehm und... der nächste ist schon in Arbeit. Doch mal Zeit hier. Was knallt denn hier immer so? Dieses Zack. Das hört sich manchmal so an wie dieses, wenn das, wenn du die Aufgabe annimmst mit dem Ausrufezeichen, mit dem Game, dann knallt das doch auch einmal so, ne? Ja, dieses Konfettikanone. Ja, so hört sich das hier zwischendurch voll auf. Oh, sorry. Sag mal, Jasmin. Oh, tut mir leid, ey. Reiß dich mal zusammen. Oh, ich bin gerade... Ja.
Ne, und so. Hier, das Hemd würde ich aber nicht verkaufen. Das schützt dich ein bisschen, ne? Ne, Achso, ja. Das Hemd. T-Shirt kannst du verkaufen, aber das Hemd. Ich habe nämlich auch ein Hemd an. Und habe gesehen, dass mich das vor Kälte und Wärme schützen kann. Ein Unterhemd? Nein, ein Hemd. Ein Jeanshemd. 900. Warum? Weil du einfach doof bist. Du siehst aus wie einer von der Slipknot, ey. Mit diesem Helm. Das ist ja gruselig. Ja, huldige mir. Ich bin prominent. Hm. Ich hab eine Heavy Metal Band. Heavy Metal? Hä? Wo hab ich denn jetzt diese Patron hier her? Witzig. Hä, bin ich jetzt doof? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wieso habe ich denn jetzt 19 mal Munition hier? Hä? Ich habe doch meine Munition, die ich habe hier. Ich weiß es nicht, Jasmin. Hä, was ist das denn jetzt? Wieso habe ich eigentlich Hunger? Was wollte ich jetzt holen? Immer Hunger hast. Schon wieder. So, Schmelztiege läuft. Die Räder haben wir komplett. Wohin läuft er denn? Ich pack mir das mal schon mal in die Ecke hier. Wohin läuft er denn? Das Öl? Nee, Schmelztiege? Ja. Der läuft weg, Jasmin. Ja, wie du gesagt hast, der läuft. Ja, der läuft weg. Wohin läuft er denn? Schieß auf ihn. So, was? Peace auf ihn? Schieß auf ihn. So. Haben wir gar keinen Schisspulver mehr? Oh, ey. Rede ich irgendwie gegen eine Wand hier? Ja, ich bin schon ziemlich massiv, gesagt, aber. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen Kohle suchen, weil wir haben keine Schießpulver mehr. Hm. Habe ich gesagt, mehrfach. Ja, ich hätte gern den 4x4-Truck. Dann könnten wir in eine Wüste fahren und mit einem Erdbohrer vielleicht schon. Aber ich glaube, das wird sich noch eine Weile hinziehen, bis wir soweit sind. Ja. Scheiße. Gut. Knut. Darf ich hier mal durch? Du bist jetzt hier nicht im Türrahmen AFK gegangen. Das ist wie zu Hause privat. Immer steht die Alte in der Tür drinne. Ja. Ihr kloppt hier noch zwei Steine weg wie unten. For the freedom! Ich brech hier aus. Du bist da. Ich finde es immer so lustig, ey, wenn du da. Hier ist jetzt nicht auf Kacke. Geil, ey. Ey, mega geil. Das finde ich so geil. Geil. Drücken wir mal noch ein Rohr ein. Trinken haben wir nur noch einen. Da packen wir uns auch noch mal ein paar Durstlöscher ein. Ups. Jasmin? Sorry. Was hast du kaputt gemacht? Nix. Was hast du kaputt gemacht? Nix. Hast du meinen Betonmischer geschlagen? Vielleicht ein bisschen. Sag, hast du Lack gesoffen? Ich hab nur den einen. Den musst du behandeln wie ein seidiges Baby. Das ist Mangelware in der heutigen Zeit. Ich hab mal, 100 Bruchsand gemacht. 100 Spähen. Wir können ja Bruchsand aus Stein machen, ne? Ja, du Hellbirne, ey. Hellbirne. Mach ich gerade. Oh, das ist sehr schön.
Jetzt will ich mal deinen Shepherd's Peace probieren. Ja, oh, der haut 103 an Nahrung rein. Ey, ich... Das ist so geil. Oder Peng, ey, ja, aber wenn du es mit eigenen Augen erstmal siehst, Jasmin. Ja, genau. Du hast wieder nicht zugehört. warte, ich nehme gleich mein Leben mit. Achso, Eisen. Jetzt weiß ich, wo ich das Eisen her habe. Von dem Metall... Ne, Metallmischer. Von dem Metallmischer. Oh, hey. Ich bin müde, dann kann ich nicht mehr richtig reden. Ja, daran nichts. Patrick Willett. Was denn? Reiß dich zusammen. Ja, nix hab's gesagt. Rausschmiss haben's mi. Was hast du gesagt? Nix hab's gesagt. Rausschmiss haben's mi. Sprich doch mal ein bisschen Ostdeutsch. Warum? Martin hasst das, wenn ich das als Ostdeutsch, als eigene Sprache betitel. Ja, weil du kannst das auch nicht. Nö. Ich finde das, das ist total, er kommt ja auch aus Sachsen. Und ich finde, das ist total einfach. Du musst nur das A gegen ein Ä tauschen, das U gegen ein Ü. Aber du kannst das trotzdem nicht. Nee, ist ja de facto auch falsch, ne? Aber ich mache das trotzdem immer. Und, also, was heißt immer so? Ungefähr 2 Minuten und dann will Martin mich immer hauen. Kann ich verstehen. Ich nicht. Ich will dich schon schlagen, da sehe ich dich, wenn ich meine Augen aufmache. Ich will mich doch nur integrieren, Jasmin. Ja, aber du kannst das einfach nicht. Das ist eine Beleidigung. Was? Was? Mein Östdeutsch ist wunderschön. Östdeutsch vor allem. Oh. Ist ja nicht nur, dass ich Dialekte nicht nachmachen kann, ich habe auch richtig Probleme, Dialekte zu verstehen. Ja, du verstehst auch normales Deutsch nicht. Das fällt mir auch manchmal schwer, ja. Nicht manchmal, ganz schön oft. Hä? Mhm. Ja, als ich mal in München war und die haben dann alle bayerisch, also richtig bayerisch mit mir geredet. Ja, ich war auch schon mal in Bayern da. Alter. Erst verstehst du gar nichts und dann irgendwann verstehst du die. Ja. Ich kam mir auch vor wie in einem anderen Land. Also ich saß da mit am Tisch und alle quatschen. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Idiot. Ja, ich habe mich gefühlt wie der letzte Idiot, weil ich nichts verstanden habe. Ja. Das Schlimmste ist immer, wenn die dann mit dir reden und warten auf eine Antwort und du willst nicht unhöflich sein und hast Angst zu sagen, ich habe dich nicht verstanden. Ja. So ist das. So ist das. Kann man machen, nichts. Muss man gucken zu. So wunderschön, dann habe ich das Leben nicht mal benötigt. Ja, hast du nicht benötigt, hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Nee. Jetzt hör auf, mich zu hauen, Jasmin. Es wird nicht gehauen. Ah, die Kinder sind im Bett, ist egal, ich kann dich verkloppen jetzt hier. Komm her. Dreckshund, ey! Ich hänge hier fest! Ich komm nicht raus! Ich häng's. Ah, jetzt. Hast du mit deiner dicken Kiste nicht durch die Tür gepasst, wa? Alter! Ich stehe hier voll super. Jetzt komme ich hier schon wieder. Ja, du, schlag mich doch. Nein, Jasmin, du bleibst auf dein Zimmer. Jasmin, du sollst in dein Zimmer bleiben. Ja. So. Ein Hör. Habe ich mich in der Etage vertan? Der dürfte doch auch schon fertig sein. Bärchen. So, jetzt haben wir 2 Schmelzöfen mit einem Schmelztiegel. Ich habe kein Holz. Jasmin. Oh, es kann nicht mehr lange dauern und dann haben wir unser Auto fertig.
Warte mal, wie viel brauche ich denn? Einer fehlt sogar noch, ne? Willst du hier nicht mal eigentlich ein Gitter rummachen oben bei dem Dings? Du brauchst auch Eisen, um Munition herzustellen, ne? Patronenhülsen oder so? Ja. Nee, ich brauche nur Messing. Und für die Geschossspitzen? Brauche ich Blei. Warte mal kurz. Hä, was schreibe ich denn hier? Okay. Bei den Würden. Da brauche ich Lehm und Blei und für die Hülsen. Lehm und Messing. Ja. So nix, Wissadu. Das dürfte den reichen. Hoffe ich. Was brauche ich denn eigentlich für den. Fürs Zubehör? Ah, das ist human. Es geht. Eins zu eins. So. Der radert aber mal durch hier. 12 Minuten? Was denn? Hm, nix. Wo ist denn der Schmelztiegel, der andere? Im zweiten Ofen. Ach, oben. Ja, ich mach da aber auch gerade Dings rein. Nein. Der arbeitet schon. Nein. Motor 10, 4, 25. Ja. 10. So. Und dann benötige ich noch einen Motor. Ich würde sagen, wir bauen doch alle Autos ab, die wir finden. Wegen der Motoren. Mach ich immer. Was? Hä? Achso. Ich baue die immer ab. Was? Ein Zementmischer. Ich mach mal noch einen zweiten, ne? Okay, dann nicht. Oh, Jasmin! Geh weg da! Du dickes Ding, ich pass hier nicht durch. Was ist das? Geh doch mal weg. Du alter Klops, du. Wir haben hier gar keinen Besuch gekriegt, diese Folge, wa? Bis jetzt. Ja, wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit. Ich bin auch schon lange keine Kreischerin mehr, ne? Ja, sei ruhig. Meinst du, ich beschwöre das sonst hinauf? Ja. Oh, Jasmin. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt hast du was gefunden. Ja gut, dann gehe ich hier oben weiterarbeiten. Schade. Ich dachte, wenn ich mich ranschleiche. Ich muss erstmal was trinken. Ich bin ja nicht doof, ich kenne dich ja. Woher das? Ja. Weiß ich auch nicht genau. Stein und Zement, wie sehen denn unsere Zementvorräte aus? Ich frag für einen Freund. Oh, ist ganz okay. Ich frag für einen Freund. Echt, hier
Dieses ständige Regenwetter hier, das macht dann ja richtig Depri. Depri. Da, da, da. Könnte man doch eigentlich die Kisten mit den Zutaten, die man hier braucht, hier drüber platzieren. Dann wäre man, hätte man immer alles beisammen. Beisammen. Du hast doch nicht alle beisammen. Du hast doch nicht mehr alle beisammen. Ich hab mal Wasser geholt. Aus dem Fluss? Nee. Also Toilette natürlich aus dem Fluss. Kommt, glaube ich, aufs Gleiche bei raus. Ey, der Fluss ist sauberer. Das glaube ich nicht. Ich schon. Wir machen eine Geschmacksprobe. Du fängst an. So, was haben wir denn hier noch an Mods? Waren hier auch. Nee, waren hier nicht. Ich dachte echt, ich hätte schon mal Fahrzeugzubehör gefunden. Doch, da ist doch so ein Tankmod. Ja, Tankmod, aber kein Fahrzeugzubehör. Behör. Zubehör. Behör. Batterie. Battery, Battery. Ich hab hier noch wertvoll. Konnte ich die nicht machen? Oder warum habe ich die nicht gemacht? Ich brauche 5. Aha. In dem hat es hier liegen. Das habe ich auch. In der fragt man sich immer, woran jetzt hier liegen. Aber es wäre unfair, weil ich könnte nur eine machen. Dann hätte nur ich eine. Und Regen, was? Drohne. Ja, ich brauche keine. Brauchst keine? Wozu? Ich weiß nicht. Battery, Battery. So. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? 22. Schön, dass du fragst. Oh. Hira Robotik. Oh. Also nach der Folge gehe ich aber ins Land der Träume, ey. Das kannst du aber glauben. Warum? Ich wollte mein Auto noch testen. Mir fallen schon die ganze Zeit die Augen zu hier. Gut, dann machen wir die Folge auf 2 Stunden. Ja, ohne mich. Ich will mein Auto noch testen. Nee, kannst du morgen testen. Ja, ich durfte letztens auch nicht das machen, was ich machen wollte. Ja. War das jetzt nur ein Klebeband? 15. Du Schande. Ich habe eigentlich ein paar vorbereitet. Ja. Das hast du gut getan. Na, siehst du. Nochmal 15. Und 2. Kabelverschaltung? Was habe ich mir genommen? Was hab ich mir genommen? Aua. Ist das Messding alles oben? Zeitschalter Release. Oh. Ich nehme mal ein bisschen Messing hier. Oder brauchst du das? Nee. Ich mach. Funktioniert das denn? Wir sammeln erstmal, ist glaube ich besser. Oh. Ich meine, so Strom fließt ja, ne? Wo denn? Wo fließt der Strom? Oh Gott, Leute. Boah. Leute von heute, du. Ich muss mich immer anders hinflezen. Aber so ist auch kacke. Oh, ich kann nicht mehr sitzen. Oh.
Oh, ich sitze jetzt hier irgendwie voll blöd. Wieso kann ich den denn nicht mehr nehmen? Aber Button. Ich habe hier so ein... Ja? Elektro-Zeitschaltuhr. Also so eine... Ich habe eine Zeitschaltuhr genommen statt einen Verteiler. Aha. Und ich habe Angst, dass das denn nicht so klappt, wie ich das wollte. Ja, und was ist jetzt dein Problem? Hä? What's your problem? Ich kann den nicht... Ich kann keine Verbindung haben. Hä? Ich wollte den austauschen gegen andere Relais, aber irgendwie, ich kann den nicht nehmen. Hm. Merkwürdig. Oder muss ich den auf beiden Seiten erst abklemmen? Ich weiß. Opera Meter. Wie viele habe ich denn davon verbaut? Ich mach den einfach mal auf... Beginnt um 12. Und endet um 11.30 Uhr. So, halbe Stunde haben wir keine Waffen. Aber der Blutmond ist auf jeden Fall abgedeckt. Alter. Oh, jetzt kommt da ein Hund oder was? Ist richtig. Oh, wie süß. Ja, total süß. Ich wollte hier gerade... Wo bist du denn? Jasmin? Was? Hast du gesehen, dass der Hund angefahren wurde? Ja. Oh, hast du ihn von seinem Leiden erlöst? Hast du das Kennzeichen von dem Fahrradfahrer aufgeschrieben? Nee. Brauche ich dafür einen Tisch? Ja, natürlich. Machen wir einmal die Drohne. Mach mir die Drohne, Baby. Musst du auch noch zum Händler? Händler. Eigentlich, ja, ich muss meine Quest noch abgeben. Ich könnte bei der Gelegenheit Stuff verkaufen. Weil ich wollte jetzt gerade hinfahren, weil ich muss ja meine Dings noch... Meine, Dings hier, Mann. Mhm. Meine Aufgabe da machen. Okay. Warte, ich guck nur einmal kurz, wie weit hier alles ist, was ich gemacht habe. Ist das eine Schreierin? Oh. Okay, Auto kann ich noch nicht bauen. Wo denn? Hinter unserer Hut. Oh, mach keinen Scheiß, ey. Verdammt. Jo, ich komme. Oh, ich steig ab. Ich gehe davon aus, sie hat dich gesehen. Weiß ich nicht, sie hat auf jeden Fall geschrien. Oh, ich muss mal was trinken. Ich habe jetzt nur Kaffee. Ich werd nervös. Ja, da kommen ein paar. Oh. Ich hasse es, ey. Scheiße, die hat nochmal geschrien. Ja. Die holt ihre Freunde. Ihre... Oh, warte. Ich will was ausprobieren. Ja, bleib doch mal locker, ey. Und sie schreit nochmal. Lass sie noch mehr schreien. Ist egal. Ich will nur ausprobieren, ob die Generatoren, ob das funktioniert. Umso mehr sie schreit, ne? Umso mehr kommen auch. Ja, die hauen wir doch weg. Warte mal. Ja, natürlich. Nein, ich will die jetzt. Wieso schießt da nix? Richtig guter Verlass auf deine Dinger hier. Ja, irgendwas haut da nicht hin. Deswegen habe ich dir erstmal den Kopf weggeballert. Aber warum schießen die nicht? Ich sag ja, du und dein Glauben. Der ist an, das ist verbunden, das ist auch verbunden. Gut, aber das sagt uns zumindest, dass wir da nochmal beigehen sollten. Noch eine Schreierin. Das ist gut. Da können wir unsere Geschütztürme ausprobieren. Funktioniert einwandfrei.
Oh, er hat einen Arm verloren. Und den Kopf. Und den Kopf. Die Schreierin habe ich gekillt. War es das schon? Nee. War es das schon? Kann das alles sein? Was kommt danach? Hm. Das ist ja skurril, habe ich nicht getroffen. Dachte jetzt auch, komm mehr. Alter, was hast denn du für einen krassen Ballermann, ey? Ja, habe ich mir selbst mortiert. Mortiert? Naja, die habe ich, glaube ich, gefunden. Und dann habe ich noch ein paar Mobs draufgeknallt. Das sieht ja richtig gut aus von der Seite. Ist auch mega. Guck mal hier an, mein schickes Teil. Aha, ja, warte mal, neidisch, warte mal. Wa? Bleib mal so stehen. Nee, dreh dich mal ein Stück zu mir. Okay, bleib mal stehen. Geil. Mensch. Ist auch voll der geile Lichteffekt auf der Waffe. Cool. Das war gut. Guck mal meine Waffe an. Hier kann ich auch mal von der Seite. Ja, guck mal meine an hier. Oh, der war ein dicker Knüppel. Mhm. Guck mal meinen Knüppel an. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt wegfahren, ne? Jetzt wird's neblig auch noch. Ja, die Release. Scheiße. Vielleicht hast du was falsch gemacht. Höchstwahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Was wolltest du jetzt machen? Die einmal kurz die Relais austauschen, wenn es geht. Oder waren die nicht an? Oh. Munition. Muss ich die sperren oder freischalten? Okay, ist halt auch keine Bedienungsanleitung, ne? Nee, doch nicht von Ikea. Ich glaube, ich hab das nicht zum Händler heute. Ich muss mal eben schauen, ob die. Ja, mach mal, ich gehe nächste Folge los. Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Nee, ich meine, ob ich die Release jetzt nehmen kann. Nee, ich meine. Wieso kann ich die nicht nehmen? Er geht das nicht. E zum Interagieren. Ich kann die nicht abbauen. Wie doof ist das denn? Ja, wie doof. Es ist doof. Oh, jetzt habe ich aber aufgeholt mit Zombies getötet. Ach nee. Doch, Gegnerkills. Bin bei 1007 und du bist bei 2140. Psst. Wieso kann ich die denn nicht nehmen? Nehmen. Können wir die selber herstellen? Release, ich guck mal. Schmeiß die weg. Nehmen. Release. Release again. Kann ich herstellen? Rupp ich die Kacke ab hier. Ist mir jetzt zu doof. Krieg nicht mal alles wieder, was gekostet hat. Oh. Das ist so frech. So. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt wirklich an den Relais lag. Ich glaube nicht. Ich habe da bestimmt nur was falsch gemacht. Obwohl, ihr kennt mich ja alle, ne? Wer es glaubt. Mm. Dein Glauben hat nichts zu sagen. So, ich habe jetzt hier ein Watt draufgelegt. Dann watte ich den hier oben einmal. Und jetzt... Geht's immer noch nicht. Wetten. Ob die Wette gilt.
Und? Ich muss die einzeln anklemmen oder was? Achso, oh, jetzt geht das ja auch nicht. Muss ich wieder reinlaufen? Ja, ich bräuchte gleich mal ein paar Zombies, um das zu testen. Kannst du da mal was holen? Was denn? Ein paar Zombies? Die waren ja eben da. Obwohl, ich müsste doch eigentlich den vorderen an den hinteren anklemmen können, oder? Wenn ich das umgekehrt, wenn ich den so... Aber die bewegen sich halt auch nicht. Müssen die sich bewegen nicht eigentlich? Ich weiß es nicht. Oder geht das nicht, weil der aufs Gitter guckt? Wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich wieder irgendeinen Quatsch gemacht da. Kannst du mal die Dings-Klingfalle unten ausmachen? Ja, ich wollte nur einmal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwie... Wenn du da reinfällst, wäre ja lustig, ey. Herrlich. Da wollte ich ja auch noch welche von bauen. Oh, Mann, 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 Mann. So viel vor und so wenig Zeit. Ja. So, was sagt denn der Stahl? Aber noch nicht ganz fertig, ne? Noch nicht ganz. So, 4x4 Truck. Fahrwerk. Stolperdraht, was nicht alles gibt. Molotow-Cocktails haben wir auch ganz schön viele. Hier Rohrbomben, Zeitzünder. Elektrozaunpfosten. Verbinde zwei oder mehr von diesen und setze deine Feinde unter Strom. Oha. Oh, geil. Nice. Nice, wo könnten wir denn das gebrauchen? Können wir doch hier vorspannen gleich. Ja, machen wir. Da kommt die gar nicht mehr bis uns hin, ey. Nö, ey. Also, ja, wenn es dann macht, ne? Das ist ja natürlich die Frage. Ja, wenn. So, der Bruchsand ist fertig. 5201. Dann nehme ich mir jetzt nochmal ein bisschen Zement. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Haus am Anfang aussah, ey. Das hier? Guck dir die erste Folge an. Nee, dritte. Wir sind ja am Anfang noch rumgeirrt wie die letzten Hammel. Haben ja gar nichts gebacken gekriegt. Meine erste Folge war ja die schlimmste. Da wurde ich ja gleich kritisiert, ey. Also, du machst das erste Mal sowas. Bist voll gereizt, weil du das nicht hinkriegst. Und dann kriegst du gleich einen reingedrückt. Oh, gut. Ja. Egal, ich kann damit leben. Ich kenn's nicht anders. Wir haben jetzt zwei Betonmischer. Falls du einen Betonmischer in Benutzung haben möchtest, da ist noch einer frei. Was soll ich damit? Ja, nur falls du was machen willst und der andere ist belegt. 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 Mit Salami belegt. Oder Käse. Ja, belegt. Kommst hier rein,
Das ist erstmal so ein Hauch Butter drüber, weißt du, dick Salami. Und du knabberst dran, weil ja, du isst ja alles. Ich beiß den hier oben am Rand, weißt du, so von der Öffnung so. Jam, 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 jam. Die nochmal? Ich werde das jetzt nicht wiederholen. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Jam, 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 jam. So, ich geh gleich ins Bett. Warte. 250 habe ich. Warte mal, hier. Ja. Jasmin, kannst du noch Klebeband herstellen? Ich brauche 20. Oh, wie viel? 20. 20. 20. Oh, wir müssen bald wieder Motoren einsammeln hier. Dann brauche ich ein paar Lappen, dann nehme ich dich. Wir haben 40? Warte, was war das nochmal? 20 brauche ich. Nein, dich meine ich nicht. Achso, hier. Leppen. Kleber. Oh, Jasmin, unser Traum vom ersten eigenen Auto wird endlich wahr. Ach, schön. Auch noch 40 Leder. Na, Leder haben wir ja auch mehr als genug. Wunderbar. Und eine freie Werkbank, ne? Wäre ganz nice. Warum? Ich kann das Fahrwerk nur an der Werkbank bauen. Mach doch. Ja. Achso, ja, mir fehlt ja noch der Klebeband. Ja, ich mache doch schon. Ist schon fertig. Ist das Klebeband in Arbeit? Hä, wieso hat denn der nur 8 gemacht? Ah, nee. Hier. Ja. Warte kurz, ich muss noch was wegpacken. Ich hab schon weggeschmissen. Danke. Ja, bitte. So, jetzt wird's sexy. Brigitte. Das dauert 2 Minuten 30, Jasmin. Ja, und danach geh ich ins Bett, ey. Das könnte ich tatsächlich auch schon herstellen, ne? 8 Scheinwerfer. Hunde, aber wir haben doch Scheinwerfer. Ja, wir haben sogar genug. Wo waren die denn? Oben bei der Engine-Kiste. Das Auto. Engine. Ja, mach mal. Ba, 33 elektrische Teile. Oh, wir müssen so viel wieder abbauen. Hm. Ich aß gerade damit rum. Sahne. Oh. B-Sahne. Oh. 50 Rohre. Haben wir 50 Rohre für mich, Jasmin? Wir haben genug Rohre. Das sind schon mal 10. Eigentlich haben wir voll viele. Ja. So, 40. 50. 4 Schraubenfedern. Klar, für jede Achse eine. Ach, sag bloß. Und was fehlt noch? 16 mechanische Teile. Ey, die sind so schwer zu finden. Also, man kriegt davon viel weniger als elektrische. Das kann ich, die kann man auch nicht herstellen, ne? Mechanische? Nö. Welche sind denn die mechanischen? Die blauen. Die kriegst du auch bei Ventilatoren und so. Ja, aber von denen kriegst du immer viel weniger als elektrische. Das meine ich. Naja. Stell ich hier noch eben das Fahrwerk hin. Ja. Wunderbar. Ey, Jasmin, guck mal. Was ist denn? Powering up. All systems go. Ich dachte, du machst ein Auto. Ist die cool oder was? Was ist mit dem Auto? Ich denke, du machst das Auto. Ja, die habe ich nebenbei gebaut hier. Jasmin, ich bin hyperintelligent, ja. Flieg mal, guck mal, wo die Zombies alle sind. Lock die mal her. Interagieren. How may I assist you? Darf ich dein Inventar sehen? Hier bleiben, vergiss es. Ich muss fragen wegen dem Inventar. Kann ich nicht irgendwie gedrückt halten? Ah, ich kann sogar gedrückt halten.
E gedrückt halten. Sprechen. All systems go. How may I help? Sprechen? Warte mal. Geh mal auf. Oh, ich muss ein Passwort eingeben. Aha. Auch toll. Du kannst mit der Drohne nicht interagieren? Nee, ich muss ein Passwort eingeben. It is a pleasure to serve. Affirmative. Ey, es regnet schon wieder. Was ist denn das? Der Aggregatzustand ist flüssig. Flüssig. Ja, flüssig. Das ist kondensiertes Wasser aus den Wolken. Ja, warum? Ich meine, ja, das weiß ich doch. Wo ist meine Drohne? Die ist hinter dir. Nein, sie kommt nicht mit. Hä, die ist doch eben bei dir gewesen. Die hängt fest an der Etage oder so. Hey, die ist doch eben hinterher geflogen. Hallo? Droni? Ah, da bist du ja. Schön mitkommen, ne? Nicht, dass du noch verloren gehst. Ist ein hartes Pflaster hier draußen. Gehst du jetzt hin? Geh nur einmal aufs Dach. Ich wollte gucken, wie sie mir hinterher fliegt. Also. Ja, voll süß. Oh. Ich glaube, ich habe sie ausgesperrt. Warte, hier draußen. Wo ist sie denn? Hier. Hinter dir. Ah, da. Oh Gott. Du bist aber auch was flink. Blindfisch. Jetzt ist sie in der Decke drin. In der Ecke. Soll ich immer sagen, sie soll da bleiben? Cool. Wie viel Platz hatten die? Oh, das ist aber schon, das ist schon in Ordnung. Das ist schon geil. No. Was sagt denn unser Auto, Jasmin? Nächste Folge Wüste? Ja. Ich habe hier ein Fahrwerk. Nächste Folge, ja. Was sagt der Kram hier unten? Jetzt mische ich einen. So, 4 Räder, eine Batterie. Pass auf. Upsala. So, ein Motor, 4 Räder, eine Batterie, immer so eine Wenn schlechte. Drohne läuft, haut ab. Ich hab alles außer. Geschmiedete Stahl. Achso, ja, geschmiedeten Stahl wollten wir ja auch noch machen, wegen der Klingenfalle, ne? Was kostet das denn? Geld. Wo kann man das kaufen? 10. Machen wir wirklich 20. Oh. Was war das? Da kommt was. Da. Irgendwer läuft in irgendeine. Hä? Ja! Ja. Wieso wandern die vorbei? Sind die doof? Die sollen hier hochkommen. Huhu. Wo sind die denn? Wir sind hier. Warte, ich will die Klingenfalle und das nochmal anmachen. Ich hab mal hier Mrs. Boardfire und Konsorten eingeladen. Die kommen hoch, oder was? Ja, ja. Schießen die oder schießt du? Nee, ich schieß gar nicht. Die Dinger schießen. Mit den anderen Relais geht's. Geil. Die schießen. Okay, ich ja, aber ich möchte aus. Auch ein paar Punkte haben. Ja, ja, ich mach aus. Das ist nur für den Blutmond. Hilo. Wir haben ja auch noch. Was? Kannst du mal aufhören, hier alles wegzurotzen? Ich hab ja. Ich krieg ja hier. Oh, fuck! Die hat voll das Irgendwas Bein hat hier gerade geredet. Meine Drohne. Dein Ernst? Ja. Er hat noch einen Arsch gekriegt. Erhaltene geteilte Spieler. Toll, ich habe nicht einen Kill gekriegt. Danke, Deine Jasmin. Deine Drohne ist unten. Danke, da Jasmin. Da ist sie. Bitte, gerne. Was willst du denn? Die Geschütztürme, die würde ich dann für den Blutmond aufheben. Oh, habe ich verstanden schon beim ersten Mal. Das ist ja geil, ey. Und dann haben wir noch. Aber was macht denn deine Drohne? Macht die überhaupt irgendwas? Ich kann da Sachen reinschmeißen. Was waren das also denn? Also wie beim Fahrrad. Und die warnt mich vor Feinden. Hat man ja gemerkt. Ja. Incoming Enemies, hat sie gesagt.
Ja? Ja, hast du nicht gehört? Nee. Vielleicht kannst du das nicht hören. Doch, irgendwas habe ich gehört, aber das war, da waren die schon alle da. Ach so, ja. Kommen irgendwie aus dem Nichts zur Zeit. Aber ich habe, glaube ich, keine Punkte bekommen, ne? Aber... Ja, wenn du nicht triffst. Nee, wegen der Geschütztürme. Da muss ich bestimmt hier was leveln. Vielleicht so, Donnerbüchse. Ja. Gegner. Nein, doch Intelligenz. Ingenieur. Oh, ich hab einen Schlaps am Bauch gehabt. Aua, das hat so gepiekst. Ich dachte, die kann ausschießen, die Drohne vielleicht. Naja. Roboter. So, ich will ja nicht nerven, aber ich stelle mich schon mal hier in meine Ecke. Das ist schon wieder was anderes. Besser verhandeln, wagemutige Abenteurer. Also es gibt bestimmt was, was ich leveln kann. Mhm. Damit ich Punkte von den Schisikowskis da kriege. Schisikowskis. Angriffswelle. Oder Wahrnehmung? Ich weiß es nicht. Ah, da guck ich die Garage. Ne? Ja, mach mal. Oh. Ich stehe schon in der Ecke. Ja, komm mal einmal raus aus der Ecke. Nee, ich bin ins Bett. Du musst hier mal kurz was angucken. Oh, Mann, ich hier mal alles muss hier. Jo, kracht das nicht zusammen? Nee, das Auto hält. Voll gut, dann können wir ja morgen... Mit Wegschieber hier vorne. Können wir ja morgen, Oh. Hä, du hast gehupt? Ja. Aber ich kann keinen Bunnyhop damit machen, leider. Wieso kann ich denn hier nicht rein? Kannst du nicht? Kannst du jetzt rein? Ja. Ah. Ja. Dann. Wie viel Stauraum. Oh! Jasmin! Jasmin, guck mal in den Kofferraum. Reifen. Nein. E gedrückt halten und dann gehst du auf Aufbewahren. Ich pack mal Benzin für unterwegs rein. Wow. Da können wir eine Weile looten, bis wir zurück müssen. Ja, voll gut. Mega. Ich steck mal wieder das Auto in meine Hosentasche. Das muss ja hier nicht so rumstehen, ne? Oder? Ja, mach mal. Schon eine geile Karre, oder? Ja. Muss schon im Wohnzimmer stehen eigentlich, ne? Nein, steht er hier im Weg. Ich kann ihn nicht aufnehmen, weil das Benzin da noch drin ist. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Blub. Hallo, Jasmin. Ja, cool, dann können wir ja morgen richtig loslegen. Ja, machen wir morgen eine große Loot-Tour. Ab in die Wüste. Ich mache mit dir Sightseeing. Gucken wir uns die Pyramiden an. Jo, alles klar. Mega geil. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.